Kommen wir zu einem anderen Thema, dem Gendern. Ja, in den ZDF-Nachrichten wird das ja inzwischen sehr stark gemacht und nicht immer unbedingt zur Freude der Zuschauer und Zuschauerinnen, aber offensichtlich sind ja viele beim ZDF der Meinung, dass das so richtig ist. Nun ist auch das Guten Abend, meine Damen und Herren, gestrichen worden. Das praktizieren auch Lufthansa und Deutsche Bahn inzwischen zum Beispiel. Man sagt stattdessen eben Guten Abend Ihnen allen oder Guten Abend allerseits oder irgend sowas, also ohne da irgendwie noch ein Geschlecht zu erwähnen. Ist eine Kleinigkeit, tut niemandem weh. Trotzdem ist eben die Frage, muss man eben hier wirklich Rücksicht nehmen auf Menschen, die sich als divers bezeichnen? Weil, wenn man mal ins Personenstandsregister guckt, seit 2018 kann man sich ja mit dem dritten Geschlecht dort eintragen lassen. Das haben bundesweit bisher 1200 Menschen gemacht. Ich weiß nicht, in welchem Mini-Prozentbereich sich das bei 82 Millionen befindet, 0,0000 irgendwas. Gut, es gibt auch Menschen, die sich als intergeschlechtlich bezeichnen und sich dort nicht haben eintragen lassen. Klar, das sind schätzungsweise so um die 100.000 Menschen in Deutschland. Aber auch da reden wir ja von einem Prozentbereich von 0,1 bis 0,2%. Und da ist eben die Frage jetzt gar nicht mal mit dieser Begrüßung bei den ZDF-Nachrichten, sondern mehr mit diesem Stern und diesem Gap und diesem Binnen-I und was es da alles so gibt, ob man eben tatsächlich darauf Rücksicht nehmen muss. Eine große Diskussion, die ja nun schon länger geführt wird. Und das ist jetzt interessant, das ZDF-Politbarometer hat ja dazu auch eine Umfrage gemacht. Und am 16. Juli lief das ZDF-Politbarometer auch im ZDF innerhalb des Heute-Journals. Und diese Umfrage, die hat man nicht gezeigt. Man bekommt sie nur zu sehen, wenn man auf die Seite zdf.de geht, aufs Politbarometer und sich dann durchklickt durch die ganzen Grafiken. Und es ist dann die 18. und 19. Grafik, die das hier zeigt, worum es geht. Demnach finden nur 6% der Bevölkerung dieses Thema sehr wichtig und 71% der Bevölkerung sagt, sie finden eine gendergerechte Sprache nicht gut. Da drängt sich die Frage auf, warum wird es dann in den ZDF-Nachrichten so praktiziert, wenn es doch eine große Mehrheit gibt, die damit nicht einverstanden ist? Das habe ich mal das ZDF gefragt und ich habe auch eine Antwort bekommen. Die beiden Gender-Grafiken finden Sie, wenn Sie sich mit den Pfeilen durchklicken. Die Umfrage zum Politbarometer wurde online komplett veröffentlicht. Im 6-minütigen Politbarometer im ZDF ist immer nur ein Teil der Grafiken zu sehen, in der Regel 7 Stück. Die Auswahl trifft die Redaktion nach journalistischen Relevanzkriterien. Die Umfrageergebnisse zur Diskussion um eine Corona-Impfpflicht im Gesundheits- und Bildungsbereich oder zur Einschätzung der Kanzlerkandidaten standen im zurückliegenden Politbarometer im Fokus. Die Redaktionen im ZDF sowie die Moderatorinnen und Moderatoren entscheiden selbst, welche Form der Ansprache für das jeweilige Format am besten geeignet ist. Vorgaben und Regelungen gibt es nicht. Das Thema wird individuell gehandhabt, stets passend zum jeweiligen Thema. Ach so, beim ZDF kann also jeder und jede machen, was er oder sie will vor der Kamera. Finde ich auch interessant, ne? Naja, ich meine, die ZDF-Nachrichten sind das Aushängeschild, das journalistische Aushängeschild des ganzen Senders. Insofern finde ich es interessant, dass man sagt, jeder kann es machen, wie er will. Aber gut, gut das zu wissen. Wir werden das mal weiter beobachten. Die Tagesschau macht es übrigens nicht. Die lehnen das komplett ab und dort ist es auch untersagt, dies so zu regeln und auch dass die Ansprache Guten Abend, meine Damen und Herren, wird dort weiterhin beibehalten. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.